Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Rennstrecke in Star Stable. Wir schauen uns heute Paulines neue Rennstrecke beim Landgut an. So, gesattelt habe ich wieder Quickstar. Ihr seht, der braucht immer noch jede Menge Erfahrungspunkte. Hier geht es jetzt anders als bei der ersten Rennstrecke direkt scharf rechts um die Kurve. Wenn ihr da ein bisschen rausgetragen werdet, ist kein Problem. Das macht nicht viel aus. Jetzt möglichst geradeaus durchreiten und hier schon so die Büsche anpeilen, denn da könnt ihr ein bisschen Zeit sparen, indem ihr einfach hier links reitet und nicht den Weg benutzt. Hier jetzt geradeaus weiter. Und hier jetzt diese schmale Lücke zwischen dem Zaun nutzen und hier ganz, ganz knapp durch das Tor durch. Hier haltet ihr euch links, auch hier, sobald ihr an diesem Stein vorbei seid, möglichst weit links halten, damit ihr hier eng rechts rumkommt, ohne das Tempo verringern zu müssen und am Stein hängen zu bleiben. Über die Brücke drüber. Und hier jetzt nach dem Sprung auch direkt schon ein Stückchen weit links reiten. Hier reitet ihr einfach geradeaus über dieses Stückchen hier drüber. Hier müsst ihr nicht den ganzen Umweg außenrum reiten, das würde euch jede Menge Zeit kosten. Auch hier einfach durch die Büsche abkürzen. Und jetzt sind wir schon fast auf der Zielgeraden. Viel kommt jetzt nicht mehr. Hier dieser letzte Sprung noch. Es geht wieder zurück zum Landgut rauf. Und hier noch ein letztes Mal linksrum um die Kurve. Ich hoffe, ihr konntet ein paar wertvolle Tipps daraus ziehen. Ihr habt vielleicht das ein oder andere Neue gesehen. Und dann sehen wir uns am Freitag wieder mit der dritten und letzten Rennstrecke hier bei Paulina am Landgut. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.